Ich liebe Vanilleeis. Hier siehst du eine kleine Auswahl meiner Milchalternativen. Und für unser heutiges Vanilleeis nehmen wir einfach mal die Mandelmilch. Wir brauchen dazu Vanille, etwas Salz, Agavensirup und die Form für das Eis. Die Milch ins Eisgefäß füllen. Und ab ins Tiefkühlfach. So, wir haben jetzt ein paar Stunden übersprungen und der Rest erklärt sich eigentlich von alleine. Diese pflanzlichen Milchsorten könnt ihr natürlich auch super zum Frühstück nehmen. Cornflakes oder Müsli. Ihr könnt Pfannkuchen damit machen. Ihr könnt die in den Kühlschrank stellen und so trinken. Da gibt es ein bisschen süßlichere wie die Mandelmilch oder etwas neutralere. Also alles gar kein Problem. Einfach mal ein bisschen durchprobieren. Also wir wollen ehrlich sein, ich weiß nicht, ob das mit einem 30-Euro-Mixer geht. Man braucht schon ordentlich Umdrehungen und einen Stößel, der nicht unten in das Messer kommt. Also da macht es schon Sinn, sich was Vernünftiges zu kaufen. Also, dass dieses Ding hier unfassbar lecker ist, brauche ich nicht zu sagen. In der Zwischenzeit hat Mayra die Waffeln gemacht. Die Schokoladenstreusel sind auch vegan. Die Kirschen auch. Also ganz ehrlich, hier gibt es nichts, was man in irgendeiner Form vermisst, was irgendwie mit Eiern oder Milch von einer Kuh oder so zusammenhängt. Ich kann euch nur sagen, probiert es einfach aus. Es geht schnell, es ist total lecker und die Sachen habt ihr im Supermarkt um die Ecke oder im Bioladen. Von daher, schönen Sonntag noch.